Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop verkaufe. Für mich ist heute schon Weihnachten. Eine liebe Zuschauerin hat mir ein Mystery-Paket mit Schmuck aus ihrer privaten Sammlung geschickt. Wie wundervoll ist das denn? Und sehr spannend. Ach, wie schön. Schaut mal, hier steht. Viel Spaß. Das habe ich jetzt schon. Was schönes Grünes. Türkis. Schwarz und Gold. Noch mehr Gold. Und ein ganz wunderschönes Kästchen. Das hebe ich natürlich bis zum Schluss auf. Ah, das sieht nach Kupferschmuck aus. Das war wahrscheinlich mal eine Brosche. Ein abstraktes Bild in Schwarz, Lila und Kupfer. Und hier steht was drauf auf der Rückseite. Ich guck mal. Ulich. Ulich wird wahrscheinlich der oder die Künstlerin sein, die das Bild gemacht hat. Hübsch. Dann ist hier ein Armband. Sehr interessant. Auch auf Kupfer gearbeitet. Mit Emaille und bunten Punkten. Ein sehr schönes Vintage-Armband. Also das ist, ich denke mal, auch aus den 50er Jahren. Sehr hübsch. Dann sind das hier Ohrringe. Ohrringe in mattem Silber mit kupferfarbenen Rauten. Goldfarbenen runden Plättchen. Ja, schöne Hippie-Ohrringe. Schön. Und noch ein Armband mit Tigerauge. Tigerauge Chips. Schön. Ein schönes, feines, kleines Armband. Und eine Halskette in Kupfer mit einem Engel drauf. Sehr schönes Vintage-Bild. Ein Engel mit zwei Kindern mit Strasssteinen auf Kupfer. Schön. Schön nostalgisch. Das ist das nächste. Der eine Brosche mit so ganz feinen Drähten gearbeitet, eine sehr schöne Vintage-Brosche, Blume mit Perle, Marke sehe ich nicht, und eine Uhr. In Bicolor mit so einem gebürsteten Goldton und in Silbergrau. Ich schau mal, was hinten drauf steht. Mondaine Watch for Avon. Eine Vintage-Uhr von Avon in einer schönen Rautenform. Schön ist die. Mag ich gerne. Und ein Armband. Ein Armband mit silberfarbenen, eckigen Gliedern.
Auch ein schöner Klassiker. Und ein Collier in Mattgold. Sehr eindrucksvoll. Hier haben wir eine Marke drauf. Guck mal erstmal unter der Lupe. Irwin Pearl. Also toll. Ganz toll. Das passt. Sehr schön. Dann packen wir jetzt das schwarz-goldene Päckchen aus. Hier kommt ein Ring. Ein sehr interessanter Schmuckring. In einem Zickzackmuster in Schwarz und Creme. Und dann haben wir hier eine schwarze Kette mit einem Kreuzanhänger. Eine Marke gibt es nicht, mit schönen blauen Steinen verziert. Und ein Armband, das finde ich toll, mit einem, ich guck mal unter der Lupe, ob eine Marke draufsteht. Im Schlangendesign mit grünen Strassaugen. Und dieser Armreif ist wie aus Pailletten. Also wirklich interessant. Mal schauen, wie man das ummacht. Toll, sehr toll. Und eine Vintage-Brosche. Ne, Marke sehe ich keine. In Silber mit schwarzen Strasssteinen und Perlen. Oh, und ein sehr, sehr schöne Halskette in Strass. Mit türkisfarbenen Baguettestein. Keine Marke. Und dann noch das grüne Päckchen. Hier haben wir eine Brosche, die so ganz wie so ein Silvesterfeuerwerk aussieht. Und eine Halskette mit türkisfarbenen Perlen. Hier auf der kleinen Hand steht Handmade drauf. Eine schöne lange Kette. Und eine Halskette mit hellblauen Perlen. Und diese mittlere Perle ist mit so einem Textilband umwickelt. Schöne Farbe auch. Schönes Hellblau. Und diese Perlenkette ist eine Kunststoffperlenkette, die Malachit nachempfunden ist. Tolles Grün. Und noch ein Ring mit Glasperlen. Ein schöner bunter Ring, so ein echter Partyring. Und ein Armband in Silber mit einem Horn. Sieht wie so ein Posthorn aus.
Und dann haben wir hier Ohrringe. Ja, sehr schöne Ohrringe mit so irisierenden Steinen. Und auf der anderen Seite der Stein ist so beigefarben. Und hat zwei verschiedene Farben, die obere Perle. Und hier ist noch ein Ohrring mit, auch mit Glasperlen. Und noch eine Halskette mit, das sind die passenden Ohrringe. Genau, das ist ein Schmuckset. Hier einmal eine längere Kette mit tollen grünen Perlen und diese Ohrringe würden dazu passen. Interessant, sehr interessant aus. Jetzt kommt noch das schöne Kästchen. Sehr schön nostalgisch sieht das aus mit den kleinen Blumenmustern. Oh, schön. Das sieht so toll aus. Hier spricht mich sehr an dieser Schmetterling, die Brosche. Mit den Strasssteinen noch umrandet. Sehr schöne Brosche. Und hier nochmal eine Brosche mit einer Marke. Ich schau mal. Hier ist zwar eine Plakette drauf, aber da steht außer dem Copyright-Zeichen nichts weiter drauf. So eine kleine nostalgische Welle, diese Brosche. Und dann ist das hier ein sehr schöner goldener Ring. Der hat was 70er-Jahre-mäßiges mit dem tollen blauen Strassstein. Dann ist das hier ein Medaillon. Das könnte ein Dom sein. Ich würde sagen, ein religiöser Medaillon. Und ein Ring, der einen Bernstein imitiert. Und eine kleine Stabbrosche. Hier ist auch eine Marke drauf. Ich schau mal. Die Brosche ist von Avon. Also Avon fehlt auch in keiner Sammlung. Dann sind das hier kleine Ohrclips. Ich schau mal wieder unter der Lupe. Nee, keine Marke. Aber mit einem schwarzen ovalen Stein und die Emaille ist so ganz hellgelb. Schön. Dann sehe ich hier ein schönes kleines Herzmedaillon. Hier steht Gemini drauf. Also ich meine, das ist ein Zwilling auf Italienisch. Und hier ist keine Marke drauf. Dann ist das hier eine goldfarbene Brosche mit drei kleinen Strasssteinen drauf. Und ein sehr schöner Anhänger mit in Blumenform mit Strasssteinen und einem tollen blauen Stein in der Mitte.
Sehr schön schwer, der Anhänger. Sehr schöne Qualität. Und das hier ist auch ein Anhänger mit so einem Perlmutt oder Abalonenmuschel in der Mitte. Und hier nochmal ein kleiner religiöser Anhänger. Das hier vorne ist Maria drauf. Die Rückseite weiß ich nicht genau. Dann sind hier Manschettenknöpfe. In so ein Münzdesign mit einem Wappen drauf. Und eine sehr schöne Brosche. Marke sehe ich nicht. Aber so eine schöne 50er-Jahre-Schleife. Also das erinnert mich auch sehr an den Schmuck aus Pforzheim. Sehr hübsch. Dann haben wir hier einen Anhänger. Einen schönen Vintage-Anhänger mit einem bunten ovalen Stein in der Mitte. Sehr hübsch. Dann sind das hier tolle Ohrringe in einem schönen matten Goldton und mit so opalartigen Perlen. Sehr schön. Und dann haben wir hier eine Halskette. Mit einem kleinen Strassanhänger dran. Und ich schau mal, was hier drauf steht. 835er Silber ist die Kette. Dann habe ich hier noch eine schöne Halskette mit einem Herzanhänger dran. Hier könnte wieder ein Stempel drauf sein, ich guck mal. Ja, die Halskette ist aus Sterling-Silber, 925er Silber. Sehr schön. Dann habe ich hier eine Halskette mit einem Stabanhänger und einem eckigen Stein. Die ist eigentlich auch in jeder Sammlung dabei, also die muss irgendwann in Deutschland sehr beliebt gewesen sein. Dann habe ich hier einen Manschettenknopf. Ja. In Silber. Hier ist noch ein Anhänger. Zwilling. Also da ist jemand Zwilling. Ein Sternzeichen. Und eine Brosche mit einem Steigbügel. Und das wird wahrscheinlich auch eine Gerte sein zum Reiten. Und ein sehr schöner kleiner Ring. Ich schau mal, ist hier ein Stempel. 835er Silber ist das und ein kleiner Granatstein in der Mitte. Sehr hübsch. Und ein Anhänger passend. Zu dem Ring gibt es den passenden Anhänger. Sehr hübsch. Also um die Fassung rum
wirkt das Ganze, das Metall so ein bisschen goldfarben. Das sieht sehr schön aus, finde ich. Und noch ein Anhänger mit einem so ein interessantes Design mit einem kleinen schwarzen Stein und eine Brosche. Steht da was drauf? Ich guck mal. Scheint auch eine Reiterbrosche zu sein, auch mit einem Hufeisen drauf. Also zwei Reiterbroschen, das ist ja mal was ganz Neues. Ja. Ein sehr schönes Kästchen. Vielen Dank dafür, das war ganz, ganz toll. Bevor ich meine Lieblingsteile zeige, möchte ich noch auf eine Playlist hinweisen, die ich diesem Video anschließe. Wenn euch das gefallen hat mit den privaten Sammlungen, könnt ihr da noch weitere anschauen. Also, und es waren viele schöne Teile dabei. Hier der Anhänger, den finde ich ganz toll. Ich finde das Collier natürlich ganz toll. Es macht sehr viel her. Dann finde ich dieses schöne Kupferarmband auch ganz toll. Und dann der Schmetterling. Den mag ich sehr. Super schön. Dann finde ich diesen Ring auch sehr interessant. Dann natürlich ist dieses kleine Set auch toll, der Ring und der kleine Granatanhänger. Sehr hübsch. Ich mag auch diesen Anhänger sehr. Sehr, sehr schön. Dann finde ich auch die Avon-Uhr toll. Die sieht wirklich auch toll nostalgisch aus. Und die Schleifenbrosche. Super schön. Die finde ich immer wieder sehr gerne. Und ich finde auch diese kleinen filigranen Ohrringe sehr schön. Ja, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mir einen Kommentar zu hinterlassen und das Video zu liken. Bis bald.